Es ist unglaublich, aber wahr. Aber es gibt börsennotierte Notenbanken, von denen man als ganz normaler Anleger sich Aktien kaufen kann. Und nachdem wir uns letzte Woche schon die Aktie der Schweizerischen Nationalbank angesehen haben, komme ich diese Woche zu zwei anderen Notenbankaktien, nämlich die Aktien der Belgischen Nationalbank und der Griechischen Notenbank. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Börsennotierte Notenbanken, das klingt ja erstmal ein bisschen absurd. Und damit das nicht ganz so absurd für Sie klingt, haben wir hier letzte Woche schon ein Video gemacht, wie das so ist mit diesen börsennotierten Notenbanken und woher das auch kommt, dass manche Notenbanken eben auch private Aktionäre haben. Und heute, wie angekündigt, geht es um zwei bestimmte Notenbankaktien, die meiner Meinung nach auch nicht uninteressant sind. Was haben wir gelernt letzte Woche? Wir haben gelernt, dass Notenbanken sehr viel Geld verdienen mit dem, was sie tun. Sie schaffen ja Geld, dieses Geld verleihen sie dann weiter, dafür kriegen sie Zinsen in der Regel. Dann legen sie sich auch Reserven zu mit dem Geld, das sie selber geschöpft haben. Sie kaufen sich damit fremde Währungen, sie kaufen Anleihen, sie kaufen Gold. Da werden also Werte auch aufgebaut und Geld verdient, als Nebeneffekt der eigentlichen Tätigkeit und Aufgabe. Wir haben aber auch gelernt, dass die privaten Aktionäre darauf in der Regel keinen Zugriff haben, auf diesen Gewinn nicht und auch nicht auf die Substanzwerte in der Bilanz der Notenbanken, weil die Aktionäre die Notenbanken heute natürlich nicht mehr kontrollieren. Aber die Aktionäre haben zumindest die Notenbanken irgendwann mal kapitalisiert und darum haben sie wenigstens auch ein Recht auf gewisse Ausschüttungen. Und das ist für einen rationalen Investor auch der Punkt, für einen, der in Notenbanken investiert. Er weiß, ich kann nicht auf den Gewinn zugreifen, ich kann nicht auf die Substanz zugreifen. Also ist das Entscheidende für mich als Aktionär einer Notenbank die Ausschüttung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns die Aktie der Schweizerischen Nationalbank angesehen letzte Woche. Und da sind wir aber eher zu dem Schluss gekommen, da, oder ich bin zu dem Schluss gekommen, ich weiß nicht, ob Sie mir da gefolgt sind, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Aktie jetzt nicht mehr so besonders interessant ist. Sie ist ein bisschen gehypt worden in den letzten Jahren, wegen der riesigen Bilanzsumme auch, die sie aufgebaut hat mittlerweile. Aber die maximale Dividende bei der Schweizerischen Nationalbank, die ist gekappt auf 15 Franken je Aktie. Und bei einem Kurs von 6.000 Franken ist es natürlich jetzt nicht mehr besonders spannend. Es gibt aber auch andere Notenbanken, börsennotierte, bei denen die Dividenden für die Aktionäre erstens höher sind und zweitens sie sind auch nicht gekappt. Und dazu gehören die Banque Nationale de Belgique, also die belgische Nationalbank, und die Bank of Greece, die griechische Notenbank. Und wir fangen an mit der belgischen Nationalbank. Das ist der Chart 5 Jahre in Euro. Sieht jetzt erstmal nicht so besonders gut aus. Also die Aktie ist überwiegend verkauft worden in den letzten Jahren. Die Anleger wollen sie also offenbar nicht mehr so haben, finden sie nicht mehr so interessant und dadurch ist sie auch gefallen von 3.500 Euro auf jetzt ungefähr 2.350. Aber das Entscheidende, wie gesagt, ist ja die Dividende. Und da sollte man meinen, müsste die Dividendenrendite ja gestiegen sein durch diesen Kursverfall. Und das ist auch so. Wir haben gehört, bei der Schweizerischen Nationalbank, da gibt es nur eine fixe Dividende. Das ist bei der belgischen Nationalbank nicht so. Da besteht die Dividende aus zwei Teilen. Das eine, das Fixum, das sind mal 6% aufs einbezahlte Grundkapital. Das ist leider aber nicht besonders viel, das sind nur 1,50 Euro. Aber dann gibt es noch einen zweiten variablen Bestandteil, und zwar 50% der Rendite, die das satzungsgemäße Portfolio abwirft.
Die Notenbank hat ja Reserven und die werfen eine Rendite ab. Und die eine Hälfte von dieser Rendite, die wird zurückgelegt, aber die andere Hälfte wird tatsächlich ausgeschüttet an die Aktionäre. Und insgesamt beide Teile zusammen, daraus hat sich letztes Jahr zum Beispiel eine Dividende ergeben von 97 € je Aktie. Und das ist wirklich nicht ganz schlecht. Das ist nämlich beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 4,1%. Wie haben sich diese Dividenden entwickelt? Wir haben hier mal die letzten 10 Jahre. Und was wir sehen, von 2009 bis 2014 ist sie deutlich gestiegen, seitdem geht es aber wieder zurück. Woran könnte das liegen? Genau weiß ich es auch nicht, weil ich das Portfolio der Belgischen Nationalbank nicht kenne, aber ich gehe davon aus, dass der Mechanismus ähnlich ist wie zum Beispiel bei der US-Notenbank. Da haben wir es uns ja letzte Woche angesehen, wie sich da die Gewinne entwickelt haben über die Jahre. Die US-Notenbank hat ihren höchsten Gewinn auch ausgewiesen, so um das Jahr 2015 rum. Da waren schon unglaublich viele Anleihen gekauft worden. Das ist in den USA seitdem zurückgefahren worden. Aber es ist bei der belgischen Notenbank sicherlich nicht so. Da werden ja weiterhin Anleihen gekauft. Die EZB kauft ja noch Anleihen. Und was die meisten nicht wissen, das meiste davon liegt nicht bei der EZB selbst, sondern bei den nationalen Notenbanken. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Anleihen immer weniger Zinsen abgeworfen haben in den letzten Jahren. So war es ja in den letzten Jahren, dass die Anleiherenditen generell weiter gesunken sind. Und das würde dann auch den Rückgang der Überschüsse erklären und den Rückgang der Ausschüttungen. Aber sie sind immer noch ganz ordentlich, wie gesagt. Gehen die jetzt weiter zurück in den nächsten Jahren? Der Markt geht offenbar davon aus und ich halte es eigentlich auch für relativ wahrscheinlich. Das kann also schon passieren, dass die Ausschüttungen jetzt in den nächsten Jahren noch weiter sinken und dass wir dann in ein paar Jahren am Ende eine Dividendenrendite haben, die vielleicht nur noch bei 3% oder so liegt. Für den Markt ist das wohl auch das Basisszenario. Es kann natürlich aber theoretisch auch umgekehrt laufen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, es gibt jetzt nochmal im Euroraum eine schwere Krise. Dann könnte es sein, dass verstärkt in Hochzinsanleihen von Unternehmen zum Beispiel investiert wird und verstärkt in Aktien auch. Und dann hätten wir als Aktionäre der Notenbank hier sogar wieder höhere Ausschüttungen möglicherweise. Und das aber mitten in der nächsten Systemkrise. Und damit wäre die Aktie vielleicht sogar auch ein gewisser Krisenschutz. Aber von dem Gedankenspiel jetzt mal abgesehen, eine Dividendenrendite von 3 bis 4% von einer soliden Notenbank ist ja an sich heutzutage auch nicht ganz schlecht. Und Notenbanken sind ja solide in dem Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Notenbank untergeht, ist ja viel geringer, als dass ein ganz normales anderes börsennotiertes Unternehmen untergeht. So, schauen wir uns die andere Aktie auch noch an, nämlich die griechische Notenbank. Und damit bin ich jetzt endlich mal wieder auf gewohntem Terrain. Ich habe mich mit belgischen Aktien, ich glaube, in meinem Leben noch nie beschäftigt, außer mit dieser einen jetzt gerade. Aber mit griechischen Aktien habe ich mich eben schon viel beschäftigt, vor allem gerade in den letzten Jahren jetzt wieder. Und hier ist sie, die Bank of Greece. Die ist nicht zu verwechseln mit der National Bank of Greece. Die Bank of Greece, die wir hier haben, das ist die Notenbank. Die National Bank of Greece, das war mal die Notenbank bis 1927. Das ist jetzt aber eine Privatbank. Hat sich verheerend entwickelt bei der Aktienkurs jetzt so in der Griechenland-Krise. Inzwischen ist auch die National Bank of Greece nicht uninteressant wegen der großen Bankenrekapitalisierung, die wir haben. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Notenbank hier. Und da sehen wir auch, im Gegensatz zur Aktie von der belgischen Notenbank, geht es bei der griechischen Notenbank im Großen und Ganzen aufwärts. Da haben wir also diese Negativdynamik, wie bei der belgischen Notenbankaktie nicht. Die Leute kaufen lieber die griechische Notenbank zurzeit als die belgische Notenbank.
An der Dividende liegt es auf den ersten Blick zumindest mal nicht. Die ist eigentlich niedriger. Die liegt momentan bei 2,9% die Dividendenrendite. Es gibt aber einen großen Unterschied. Es ist auch in Griechenland so, das ist gesplittet auf ein Fixsum und einen Anteil am Gewinn. Nur in den letzten Jahren ist immer nur das Fixum ausgeschüttet worden und vom Überschuss gab es rein gar nichts. In Griechenland ist es nämlich nicht so geregelt wie in Belgien, sondern das wird von Mal zu Mal entschieden, was ausgeschüttet wird. Und hier haben wir die Ausschüttungen je Aktie seit 2001, links brutto, rechts netto, je nach Steuer dann eben auch. Und in den letzten Jahren, da waren das eben nur noch diese 0,477 Euro. Das Positive daran ist aber, dass damit die Untergrenze jetzt auch erreicht ist. Die Steuer kann vielleicht noch mal steigen, aber die Ausschüttung an sich, die kann jetzt nicht mehr fallen, weil das schon das Fixum ist und weniger geht nicht laut den Statuten. Und dadurch gibt es eben eine gewisse Fantasie, weil vor der Griechenland-Krise, hier von 2001 bis 2009, da ist auch noch was vom Überschuss ausgeschüttet worden und da waren die Ausschüttungen damals 5 bis 6 Mal so hoch wie jetzt. Also eine Ausschüttung von 2,40 € zum Beispiel, die es ja gegeben hat, das wäre momentan eine Dividendenrendite von 16%. Und das ist eben zurzeit so eine gewisse vage Hoffnung, dass es Griechenland irgendwann mal wieder besser geht und dass dann vielleicht auch wieder mal was vom Überschuss ausgeschüttet wird. Muss nicht so viel sein, wie das früher mal war, aber 1 Euro oder 1,50 € würde dann ja auch schon reichen. Ob es wirklich so weit kommt, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Das ist hypothetisch, das ist eine politische Frage, denke ich auch in erster Linie. Darum ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen eine Spielerei. Aber warum nicht? Also warum soll man es nicht machen? Eine Restchance auf eine höhere Ausschüttung ist da. Und ansonsten hat man dann eben auch eine Notenbankaktie, eine solide Aktie mit einer Dividendenrendite momentan von knapp 3%. Und diese Dividende ist aber sehr gut nach unten abgesichert, wie gesagt, weil es schon das Fixum ist. Und auf das Fixum haben die Aktionäre ja auch wirklich ein Anrecht. Gut, und welches Fazit ziehen wir insgesamt? Wir können auf jeden Fall sagen, es kommt stark auf die Dividende an. Darum sagen manche Leute sogar, Notenbankaktien seien eher Anleihen oder wie Anleihen auch zu behandeln. Das halte ich für ein bisschen übertrieben und der Markt sieht es auch nicht so. Wir haben ja auch entsprechend teilweise relativ starke Kursschwankungen bei Notenbankaktien. Es sind immer noch Aktien, weil eben auch nicht ganz klar ist, wie sieht die Dividende in Zukunft aus. Und darum können wir sie vom Risiko her eigentlich nicht vergleichen mit Anleihen, auch wenn das manche Leute so sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, speziell diese beiden Notenbanken, die wir heute besprochen haben, also die belgische und die griechische, das sind Aktien, die sind schon nicht uninteressant. Es sind jetzt vielleicht keine Wahnsinnsaktien oder sowas, aber es sind zwei gute, defensive Aktien mit einem guten Chance-Risikoprofil. Und wenn jemand jetzt ein breit gestreutes Portfolio hat, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum er auch nicht ein paar von diesen Aktien mal aufnehmen sollte. Und diese beiden Aktien sind meiner Meinung nach zumindest schon mal deutlich interessanter als die Aktie der Schweizerischen Nationalbank. Wir haben hier nämlich gute Ausschüttungen und das haben wir bei der Schweizerischen Nationalbank nicht. Da haben wir nur diesen fantastischen Nimbus, den die eben hat und diese riesigen Bilanzwerte, die aber, wenn man Aktionär ist, zu nichts führen letzten Endes. Dann meiner Meinung nach schon lieber die Aktien der Bank of Greece kaufen und die Aktien der Banque Nationale de Belgique. Es gibt noch mehr Anlageideen von uns und zwar in unserem Zukunftsmärkte-Report. Den nächsten Report habe ich auch schon angekündigt hier. Da geht es um drei Goldaktien mit großen und sehr günstigen Minenprojekten.
Was mir ein bisschen peinlich ist, dieser Report hätte letzte Woche eigentlich schon rausgehen sollen, aber wir waren alle anderweitig derart eingespannt, dass es nicht ging. Aber versprochen, morgen kommt dieser Report mit den drei Minenaktien. Was ja auch sein Gutes hat, denn dann kriegen Sie den Report von uns nämlich auch dann, wenn Sie sich bis jetzt noch nicht angemeldet haben sollten. Und die Reports von uns, die sind auch gratis. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also schnell noch anmelden, morgen geht er dann wirklich raus. Der Minenreport ist, ich verspreche es Ihnen, das ist jetzt endgültig und unwiderruflich. Mit anderen Worten, morgen hören wir schon wieder voneinander und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine sehr schöne und erfolgreiche Woche und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen wie immer fürs Zuschauen. Bis bald.